Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar geht es diesmal um die Gosund Alexa Steckdosen, obwohl die sind ja auch für Google Assistants und für Siri. Ja, meldet sich gleich wieder, ich muss wieder A-Punkt sagen. Das Viererpack, die gibt es auch einzeln im Zweierpack und einzeln gibt es die auch. Das sind die kleinsten WLAN-Steckdosen der Welt, soweit ich gelesen habe. Ich habe die selber auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Wird hier auch irgendwo Werbung stehen, weil ich habe die gratis zur Verfügung gestellt bekommen, um darüber Videos zu machen. Wir werden die jetzt erstmal uns nochmal hardwaremäßig angucken. Habe ich im vorigen Video teilweise schon gemacht, aber wir wollen sie auch gleich anschließen. Ich habe mir auch schon eine alte Steckdose, die ist ein bisschen vergilbt, nicht wundern, die ist schon ein paar Jahre alt. Ein paar mehr Jahre alt, ein paar sehr viele Jahre mehr alt, geholt, weil da ist der Steg, also die habe ich unten aus dem Keller extra hochgeholt, weil da ist der Steg dünner als bei denen, die ich noch hier oben habe. Da ist der etwas dicker, dass ich euch das auch zeigen kann, dass die wirklich gut nebeneinander passen. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte die in eine PC-Ecke und ich habe da Oberputz, eine Zweier-Steckdose und da ist der Steg zwischen den Steckdosen ziemlich dünn. Ja. So, ich hole euch erstmal noch ein Stück hier ran. Und ihr kriegt euch erstmal nach unten. Und ich lege euch die eine mal dahin. Und dann die Standard von Gosund mal daneben. Dass ihr mal so einen kleinen, aber feinen Unterschied habt. Ich packe auf die andere Seite, so eine Viereckchen gibt es auch, von Meros, von anderen Firmen, die ist jetzt von Devodo. Nur, dass ihr mal so einen Unterschied habt, wie groß da der Unterschied in Wirklichkeit ist. Warte mal, ich muss die mal ein bisschen anheben. So, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen. Ja, also die steckt ihr alle ganz normal in die Steckdose rein und das ist dann alles oben drüber. Und hier, ja, das. Also das ist einfach phänomenal, was da heutzutage schon möglich ist. Was früher halt in den großen waren, dass das jetzt in so ein kleines Ding reinpasst. Ich bin mal gespannt, ob das Wi-Fi-Signal auch stark genug ist. Apropos Wi-Fi, ihr müsst dran denken, nur 2,4 Gigahertz. 5 Gigahertz unterstützen die Geräte nicht, auch die anderen nicht. Ja, also das ist halt das Große von Gosund. Also wenn es normal ist, wenn ihr eine Einer-Steckdose habt oder wirklich einen Zweier habt, wo halt auch wie bei mir wenig Platz ist, aber euch reicht eine aus, reichen die aus. Die erfüllen ihren Zweck, die machen alles. Das ist von ne, so eine Vierecke, die ist jetzt von Devolo, ja doch. Die gibt es auch von anderen Herstellern, Meros und so. Die guckt dann halt auch raus, seht ihr ja, über die Steckdose raus. Das ist dann ein anderes Modell und hier, das ist das kleine Ding. Da guckt nur das raus. Ja. Nur, dass er mal so einen Größenvergleich habt, wie das aussieht mit den Größen. Wir gucken uns die nochmal an. Wir haben praktisch. Wartet mal, ich muss mal das Licht hier ausmachen, dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser. So. Hier steht halt Gosund drauf. Hier haben wir dann einen Schalter. Das ist ein An- und Ausschalter, wenn wir es eingerichtet haben. Oder wenn wir es neu einrichten wollen, führt zurücksetzen. Dafür ist das auch gedacht. Kann man sehen, ja. Und mehr ist es nicht. Einfach nur geil. So, wir werden die jetzt aber testen. So. Nur mal nochmal Vergleich, damit ihr wisst, warum und weshalb, weil viele können sich das dann wieder jetzt nicht vorstellen. So, das ist jetzt einfach nur normaler Dreierstecker. Ja. Hier sind drei Steckdosen, die wir reinmachen können. Ich zoome euch nochmal ein Stück ran. So. Eins, zwei, drei.
Jetzt nehmen wir einfach mal die handelsüblichen. Zack. Zack. Zwei Stück. Und dann ist Ende. Und eine geht uns verloren. Die in der Mitte. Und jetzt nehmen wir einfach mal die. So. Und jetzt testen wir das einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal drei Stück ran. Mir passen jetzt hier nicht ran. Ich habe leider keine 6er gefunden, sonst hätte ich eine 6er genommen. Ja. Ja, es passt. Es ist teilweise, sind ein bisschen eng miteinander, aber wird nicht doll weggebogen. Ja. Alle drei nebeneinander und alle drei funktionieren. Alle drei blinken blau. Wir werden aber jetzt erstmal nur eine einrichten. Ja, aber bei sowas würde ich euch dann auch empfehlen, wenn ihr dann wirklich mehrere hintereinander machen wollt, dass ihr dann... Ja, dass ihr jetzt seht, wie das leuchtet. So in etwa. So, wir öffnen jetzt einfach mal. Das ist auch, einstellen ist kinderleicht. So, ihr nehmt die Gosund-App, das ist die grüne mit dem Haus. So, ich packe das mal hier einfach daneben. So ein bisschen, ich halte das mal so ein bisschen fest, damit ihr das so ein bisschen, ich werde euch mal ein bisschen gleich auch ranzoomen, damit ihr das so ein bisschen seht. Ach, nicht falsche App, ja Mensch, da. Zack. So. Handy ist jetzt halt natürlich ein bisschen hell, das machen wir mal ein bisschen dunkler. Ach, scheißegal. So. Könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr drauf sehen? Ja, nicht wirklich. Also zu der App mache ich nochmal separat ein Video. Würde ich am besten sagen. Ja, doch, so ein bisschen könnt ihr sehen. So, und das Erste, was wir machen müssen, ist eigentlich, wenn ihr das noch nie hattet, da gibt es auch einen Skill dazu. Den müsstet ihr unter Alexa aktivieren. Also einfach erstmal den Skill installieren und hier oben, wartet, falsch, ich bin schon zu weit, wo haben wir denn? Hier unten auf Profil und hier müsst ihr dann ein Profil anlegen. Also hier unten, da, ist so ein Figurensymbol, Profil anlegen. Dann legt dann Profil an, E-Mail-Adresse, Passwort. Dann in dem Skill von Gosund unter Alexa fragt er dann, du musst dich anmelden. Benutzername und Kennwort. Benutzername ist E-Mail-Adresse, Kennwort ist euer Kennwort, was ihr hier eingegeben habt. Und dann prüft er das ab und dann sind die verbunden. Alles über den Gosund-Server. So, und dann ist das auch alles miteinander kombiniert, dann, dass ihr praktisch mit A-Punkt Sachen einstellen könnt und mit der App, das wird alles dann im WLAN-Bereich gemacht. Nächste, was ihr machen müsst, ist einmal runterziehen, WLAN, bei mir ist das, kann ich halt gedrückt halten und ihr müsst auf dem WLAN, bei mir heißt das jetzt Fritz 2,4 GHz und drunter ist Fritz 5 GHz, ihr müsst im 2,4 GHz sein, Gigahertz-Bereich sein, sonst funktioniert das nicht. Bei den neueren Produkten von Fritzbox, ich habe die ja bei mir getrennt, weil Fire TV da ein bisschen Probleme hat, da steht dann halt nur noch der Name euer Fritzbox, da ist das 2,4 und das 5 GHz zusammen drin. Wenn es da Probleme gibt, einfach mal im Router das 5 GHz Netz kurzzeitig ausschalten, damit die sich verbinden oder kurzzeitig trennen oder am besten halt 5 GHz ausschalten oder so. Und dann aber ich habe noch nicht gehört, dass es da Probleme gibt. Außer beim Fire TV. So. Und dann wollen wir jetzt neue Geräte hinzufügen. Ich habe jetzt hier schon Geräte drin. Ich habe zum Beispiel PS5-Ladestation habe ich hier drin. Dann habe ich Regallampe drin. Die ist richtig geil, da kommt bald ein Fazit. TV-Steckdose. Die geht gerade nicht. Die habe ich nicht angeschlossen. Dann
eine Computersteckdose, da ist eine Dreiersteckdose, die ist beim Computertisch. Heißt aber Computersteckdose. Nee, hier heißt die Computersteckdose. In der A.app habe ich Computertisch gesagt, glaube ich. So, und dann haben wir noch Steckdose Küche, eine, da kommt noch bald eine neue rein. Und Steckdose 1. Ja. Das sind so die ganzen Geräte. Wir gehen jetzt hier einfach oben auf das Pluszeichen. Jetzt fragt er uns, was wollen wir denn jetzt hier hinzufügen? Und da sagen wir einfach, wir wollen Steckdose Wi-Fi hinzufügen. So, jetzt kriegen wir hier eine schöne Übersicht. Nochmal, wählen Sie bitte 2,4 GHz, das ist wichtig. Da haben wir hier ein gelbes Smiley für 2,4 GHz, eine rote traurige Smiley für 5 GHz. Bei mir steht hier schon Fritzbox 2,4 GHz drin, Passwort steht drin und wir wollen einfach wählen. Wir sind halt verbunden und hier kriegen wir dann die nächste Information. Bevor wir weiterklicken können, müssten wir jetzt hier unten noch einen Punkt anklicken. Aber das ist extra so gemacht, dass man sich nicht einfach stur weiterklickt, dass wir uns das hier durchlesen können. Und zwar 1, 2, 3. Wir sollen das in Strom machen, anmachen. Und dann sollte es blinken. Hier mit einem gelben Blinksignal hier dargestellt. Hier ist es jetzt blau. Also da hat mit der Farbe jetzt nicht wirklich was zu tun, aber nur mal so. Hier steht auch Anschalten mit bei, brauchen wir nicht. Die sind automatisch angeschalten, sobald wir die in die Steckdose machen. So, dann sagen wir haben es verstanden, wir machen weiter. Und jetzt sucht er schon Geräte in meinem Umfeld. Er geht von 2 Minuten in der Regel aus. Wir haben einen 2-Minuten-Timer. Den brauchen wir nicht komplett. Das kann ich euch schon verraten. Also nicht, weil ich das schon eingerichtet habe, aber weil ich die Gosen-Produkte kenne. So, wir sind schon fertig übrigens. Und auch andere. Und das Setup, bumm, fertig. Jetzt haben wir hier eine Übersicht. Wir können jetzt hier noch verschiedene Sachen stellen. Wir können sagen, in welche, wir sagen mal Wohnzimmer. Wir können Smart Socket 1. Ja, Smart Socket. Und ja, wie nennen wir das jetzt? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dann lassen wir mal unter Smart Socket. So, lassen wir drinnen. Fertigstellung. So, und dann haben wir praktisch. So. An und aus. Der Bildschirm wird dann auch heller, wenn es an ist. An, off. Wir können jetzt natürlich auch sagen, Alexa, Smart Socket an. Alexa, Smart Socket aus. Habt ihr das gesehen? Ich habe noch nichts gemacht. Ich habe nur in die Gosund-App das eingefügt. Ich habe mit Alexa noch nicht nach neuen Geräten gesucht. Ich habe in Alexa auch noch nichts eingestellt. Alleine, weil es in der Gosund-App drin ist und der Name bekannt ist und ich den Skill habe, funktioniert es gut. Als kleinen Tipp, wenn es da manchmal ein bisschen Probleme gibt, kann man sich eine eigene Routine nochmal erstellen, wo man dann sagt, was weiß ich, in Alexa das Produkt nochmal umbenennen oder hier nochmal umbenennen oder eine Routine machen, hier was weiß ich, wie geht's aber PC-Tisch an, dann geht der PC-Tisch an oder was weiß ich und kann man dann oder machen Schrank an, also weil die Lampe im Schrank oder die Steckdose im Schrank ist, Schrank an, dann geht die Steckdose an, ja, sowas ist dann halt möglich, sollte bei einigen sehr gut funktionieren. So, wir werden jetzt einfach mal noch eine einfügen. Wir machen jetzt hier noch eine rein. Einfach noch raufstecken. Und da seht ihr, dass das blau leuchtet. Ja? So, ich habe das jetzt mal umgedreht. So, wir zoomen noch mal ein Stück raus.
damit ihr das mit dem Handy vernünftig mitkriegt. Ich versuche die gerade so irgendwie auch im Hintergrund zu machen, damit man das Blinken vielleicht so ein bisschen sieht. Dass das funktioniert. So. Und muss ich wieder Passwort eingeben. So. Wir gehen jetzt hier wieder zurück. Und jetzt gehen wir einfach auf das Plus-Symbol. Hoppala, falsch. Und hier gleich das erste haben wir. Und da drücken wir dann einfach drauf. So, da seht ihr das alles nochmal. Da wird nochmal gesagt, hier passt auf. Nur 2,4 GHz. Wir sind einverstanden, drücken weiter. Hier auch nochmal mit der Reset. Hier steht auch 5 Sekunden. Also wir könnten die jetzt praktisch auch, wenn die Probleme hat oder nicht richtig angebunden ist, einfach 5 Sekunden gedrückt halten. Oder wenn wir die verschenken wollen würden und derjenige, der sie bei sich drin haben im Netz, dann einfach bei sich anschließen, 5 Sekunden gedrückt halten und dann kann er sie auf sich anlernen. Und dann ist er bei uns natürlich aus dem System raus. So, wir sagen okay. So. Und dann haben wir weiter. Und jetzt sucht er. Wie gesagt, 2 Minuten. Aber ihr habt eben doch gesehen, wir brauchen keine 2 Minuten. Das geht rucki zucki. Ich gehe mal von 20 Sekunden aus oder so. Maximal 30. Ach ne. Unter 20 Sekunden hat er schon gefunden gehabt. So, kommt schon die Installierung. Und jetzt haben wir natürlich Smart Socket 2. Der erkennt automatisch, dass es ein zweiter ist. Also macht er automatisch eine 2 dahinter. Wir sagen, der ist auch im Wohnzimmer. Und fertigstellen. So, und dann können wir den jetzt an- und ausschalten. So einfach ist das. Wir können, ich mache mal lieber so, dann seht ihr vielleicht ein bisschen mehr. Entschuldigung. Wir haben halt hier unten auch nochmal an und aus. Wir können aber auch halt auf den großen drücken. Wir haben dann hier einen Timer. Timer hinzufügen. Und da könnten wir jetzt sagen, ja, wiederholt. Da können wir dann die Wochentage auswählen. Dann eine Anmerkung könnten wir jetzt hinzuschreiben. Urlaubsvertretung, was weiß ich. Dann Ausführmeldung, dann kriegen wir eine Meldung. Weil wir ja die App auf dem Handy haben, kriegen wir jedes Mal eine Meldung. Die Steckdose ist an, die Steckdose ist aus. Wollen wir nicht. So, Power on oder Power off. Also wir können sagen jetzt Power on und wir haben jetzt Power on, wir machen mal Power off. So, 21, soll Power off gehen, speichern. So, da warten wir jetzt einfach mal kurz ab. Ist ja nicht so lange, wir sind ja schon bei 19:20. Ich schneide jetzt auch nichts. Nicht, dass es heißt, hier, ich habe das irgendwie faked oder so. Ich zeige euch, dass das wirklich alles beim ersten Mal einstellen gleich sitzt. Na nur. Da. Habe ich auch aufgemacht? Da ist er auf. Ein paar Sekunden Verzögerung. Gut. Und dann können wir jetzt einfach auch sagen, gedrückt halten, löschen. Löschen, okay. So. Jetzt ist er aus. Wir können sie wieder anmachen. So, dann haben wir noch ein Countdown. Da können wir jetzt hier, was weiß ich, machen wir mal 10 Sekunden. Okay. Ach ne, das ist bei Minuten. Sekunden hat dann, wir machen mal eine Minute. Zack. Und in der Zeit können wir weitermachen. Hier entdecke. Hier haben wir dann praktisch
die Stromentwicklung, die ist natürlich bei dem jetzt auf Null. Weil da ist nichts. Weil die haben wir jetzt das erste Mal angeschlossen, ja, 2021, Februar 0,0. Weil es war noch kein technisches Gerät angeschlossen, dass wir hätten irgendwie hier Strom ziehen können. Haben wir hier noch die Einstellungsmöglichkeiten, Gerät teilen, da können wir dann halt mit anderen teilen, da kommen wir gleich noch dazu. Wir warten gerade darauf, dass der Countdown hier verschwindet. Wir können in der Zeit mal kurz auf Computersteckdose Wohnzimmer gehen. So. Die habe ich mir dann halt so genannt PC, Monitor, PC, Tisch. Und wenn wir jetzt hier darauf gehen, da sehen wir, ah, da seht ihr, die Minute ist vorbei, es ist aus. Da sehen wir praktisch, was da an Strom über den PC-Tisch ging, an Kilowattstunden. Im Oktober war es am meisten. Ja, da waren es 111,7 Kilowattstunden. Und da haben wir dann hier auch so eine schöne Skala. Tagsüber und dann halt Spitze ist dann immer abends, wenn ich streame. Ja, und dann halt tagsüber halt. Also nee, das ist nach Tagen, ja, dann ist es da, wo ich dann halt früh schon am PC bin oder sehr früh. Und das ist meistens dann Wochenende, wo sonntags dann der PC sowieso aus ist. Oder meistens aus ist. So, dann habt ihr die auch mal gesehen, die Übersicht. So, jetzt gehen wir wieder auf die Steckdose, machen wir wieder an. Und dann haben wir ja praktisch hier oben noch die Einstellungstaste. Und hier können wir dann auch noch mal oben was verändern. Wir haben jetzt hier so ein Steckdosensymbol. Da haben wir mehrere Symbole von Goson zur Auswahl, was wir nehmen könnten, wenn wir das wollten. Wir könnten jetzt hier so ein schwarzes Symbol nehmen. Das ist eine Box. Wollen wir nicht. Ja, jetzt haben wir das drinne. Oh, toll. Jetzt finde ich das Symbol nicht. Tonic. Jetzt finde ich hier keine Steckdosen. Ganz toll. Aus Album und Smartphone auswählen, können wir gleich auch mal machen. Galerie, so, nehmen wir jetzt einfach mal ein Logo, speichern, so. Und dann ist die Steckdosenleiste, also die einzelne Steckdose mit meinem Logo. Ihr könnt dann zum Beispiel ein Foto vom Schrank machen oder so, damit ihr dann, oder wo die Steckdose sich befindet, dass man da dann, wir können auch hier direkt an- und ausschalten, dass wir das dann halt bearbeiten könnten. Ja, also dass er dann sehen könnt. Und hier steht dann auch, es geht mit Alexa, Google Assistant, Xaidu kenne ich nicht und da bin ich mir leider nicht sicher. von Tencent kenne ich auch nicht und Lux 11 kenne ich auch nicht. Hier steht jetzt nicht Siri drin. Aber Siri funktioniert. Ich glaube, da gibt es dann extra Modelle für Siri. Ich bin mir da aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, Informationen. Hier können wir dann die IP-Adresse und wo es ist und so einsehen. So, hier haben wir noch nichts. So, Offline-Meldung. Jedes Mal, wenn sie an oder ausgeht, kriegen wir eine Meldung. Wollen wir nicht. Macht das nicht, das nervt euch. Aber manchmal ist es halt gut, dass es sowas gibt. Gerät teilen, da können wir jetzt jemanden hinzufügen, Sharing, dann können wir jetzt ein Konto hinzufügen und könntet der zum Beispiel eure Frau zum Beispiel. Also ihr habt das auf eurem Handy, eure Frau hat es auf die App auf dem Handy und die will das auch mal an- und ausmachen und will nicht A-Punkt die ganze Zeit ansprechen, will es über das Handy machen. Da kann man dann, kann sie sich einen Account machen. Und man lädt sie dann ein und dann ist sie in der Gruppenverwaltung mit drinne.
Hier können wir dann auch eine Gruppe erstellen für Geräte. Also hat jetzt nichts mit Verwaltern zu tun, mit, für Geräte. Dass dann halt sagt man Gruppe 1 an und dann gehen drei Geräte an oder was weiß ich. Da könnt ihr so viel machen. Hier FAQ und Rück. Ach, das ist alles. Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen kein Rücksenden und keine Rückmeldung und kein gar nichts. Zum Startbildschirm hinzufügen. Wenn ihr das zum Startbildschirm hinzufügt, das machen wir mal lieber mit dem ersten. Hier, mit dem. Und dann sagen wir, wir möchten das jetzt zum Startbildschirm hinzufügen. Gehen, hinzufügen. So, wir können auch zum Startbildschirm hinzufügen. Mal, gehen wir hier mal komplett raus. So, und dann haben wir es hier. Und dann kommen wir direkt zu dieser Steckdose. Ja, also wenn ihr jetzt nur ein Gerät habt, wo ihr dann direkt öfters mal drauf zugreifen wollt, dann könnt ihr das dann einfach, ach nee, das sind die Pamu, wartet. So. Und wir können aber auch Startbildschirm hinzufügen. So. Name Smart Socket, Symbol. So. Und dann haben wir dann praktisch hier 1 zu 1 ist es ein Symbol. Wir könnten jetzt hier nochmal abbrechen, was wir halt nicht wollen. Wir machen nochmal hinzufügen. So, und dann durch Starten kommen wir dann da direkt hin. Wenn wir das mit dem hier machen natürlich. Startbildschirm hinzufügen. Hinzufügen. Dann haben wir natürlich hier unser Icon, was wir uns eingestellt haben, beziehungsweise wenn ihr jetzt ein Foto vom Schrank gemacht habt, da hätte so ein kleines Foto vom Schrank. Brauchen wir aber nicht. Ich habe die zwar alle hier drauf und so einzeln, also ich habe die alle in der App, das reicht mir komplett aus, ich mache das alles über A. -Punkt. Wird alles über A. -Punkt gesteuert. So. Ja, dann haben wir noch Netzwerk überprüfen. Falls Probleme sind, kann man dann hier einfach mal das Netzwerk überprüfen und sieht, Verbindung okay, Wi-Fi ist okay. Das geht halt immer ziemlich schnell. Das letzte, die Netzwerkverbindung überprüfen, die dauert immer etwas länger. Und da könnt ihr dann halt Störquellen identifizieren. Also wenn jetzt Netzwerk alles okay ist, Signalstärke, aber dann halt vielleicht das WLAN-Signal schwach ist, dann ist es vielleicht über die Antenne oder weil die Box so weit weg steht oder was weiß ich. Man kann das auch über einen Repeater steuern oder so. So, Updates. So, haben wir hier dann. So, wir haben jetzt hier halten den automatisch. Das empfehle ich euch. Halten Sie die, ich muss gerade ein bisschen schlucken, ein bisschen heizen mit diesem. Halten Sie das Gerät auf dem neuesten Standard. Ja, und das ist dann halt automatisch. Ihr braucht keine Updates selber machen. Das Gerät macht automatisch Update. Ich habe damit, bin damit immer sehr gut gefahren. Hauptmodul ist Version 1.04. MCU-Modul ist auch 1.04. Wir sind auf der neuesten Version. Wir können hier nicht suchen. Also alle tippitoppi. Wir können jetzt hier sagen, zum Beispiel Gerät entfernen. Das werden wir jetzt mal machen. Trennen und löschen Sie alle Daten. Zack. Bumm. Jetzt ist der Smart Socket weg. Der erste. Oder der zweite, den wir eingerichtet haben. Und hier seht ihr, es leuchtet gleich wieder blau. Es kann mal sein, wenn ihr das dann im Schrank habtet oder so. Oder jetzt einfach ausmacht. Also den Ausknopf drückt. Wir werden mal testen. Also es geht immer noch an und aus, so wie es sich anhört jedenfalls. Aber ich hatte schon mal bei einem anderen Modell, dass es dann halt nicht mehr geleuchtet, nicht geblinkt hat, sondern nur geleuchtet hat oder gar nicht geleuchtet hat. Dann einfach hier 5 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3, 4. So. Jetzt ist es halt zum Beispiel aus. Jetzt hat er alle gelöscht, auch von sich aus. Und jetzt können wir halt auch, wenn wir wollen, einfach wieder hinzufügen. Bin mal gespannt, ob es genauso kurz geht.
Weil bei wiederholten Geräten hatte ich bei dem ein oder anderen Mal schon, dass es ein paar Sekunden länger gedauert hat, das einzufügen. Ja, hier jetzt auch, bis jetzt 2 Sekunden länger. Ich bin mit 2,4 GHz verbunden. Ja, jetzt blinkt es schneller. Jetzt geht's. Das war zu langsam. Also ihr müsst echt aufpassen, dass es so schnell blinkt. Seht ihr das? Ich hoffe, man sieht es im Video richtig. Schon verbunden. Diesmal ging es so ja schneller. Er zeigt zwar jetzt hier noch nichts an, jetzt erst, aber ihr habt ja gesehen, dass es hier schon auf grün umgeschalten ist. Hat diesmal nur 9 Sekunden gedauert. So, und wir haben jetzt hier wieder alles so, wie es vorher war. So, fertigstellen. Aus. An. Und wir haben hier wieder das gleiche Symbol wie vorher. So, ich habe nochmal die Kamera umgeswitcht, weil jetzt brauchen wir die App ja nicht mehr sehen. Ich hoffe, ihr konntet alles vernünftig und gut erkennen. Ich mache die jetzt mal wieder raus. Ich werde nämlich demnächst dann jetzt, also demnächst heißt morgen, meine PC-Ecke neu machen, verkabeln, Strom nochmal ein bisschen organisieren und dann werden die in die PC-Ecke kommen und im Schlafzimmer will ich eine verbauen und wo noch? Wo noch? Ach so, ja, im Flur wartet noch, weil da auch nicht so viel Platz ist. Und dann kann man die, wenn ich dann sage Schlafzimmer aus, dann ist wirklich alles aus und dann leuchtet da auch nichts. Dann kriegt auch Alexa da jetzt keinen Strom und so braucht er auch nicht. Der Echo kann ruhig an ihren abends, wenn ich dann rinkomme, wenn ich vorher hier schon sage, dass ich habe da so eine Routine, wenn ich sage, die habe ich, A-Punkt, gute Nacht, macht sie selber ja was und deswegen habe ich gesagt, ich gehe. Ja, die App heißt, ich sage dann einfach A-Punkt und dann sage ich, ich gehe und dann tritt meine Routine in Kraft und die Routine heißt, ich hatte es vorher so, dass dann halt Wohnzimmer die Geräte nach und nach ausgehen. Also jetzt erst Flur an, Wohnzimmer nach und nach ausgehen, dann die Nachttischlampe an, im Schlafzimmer, dann der Fernseher an. Ja, also kannst ja, der ist ja auch über dem Fire TV Cube dran, dann kannst du den ja separat anschalten. Nee, der Fernseher an und dann hatte ich eine Verzögerung drinne von, ich glaube, so um die 5 Minuten oder so, wo dann alles dann durchgespielt ist. Also alle, das ist an, das ist aus, 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 aus. Dann habe ich gesagt, Verzögerung 5 Minuten und danach Flur aus, dass der Flur auch kein Licht hat. Da liege ich dann schon im Bett, war alles dann super, hat dann gepasst. Das kann man dann auch so machen, dass es dann halt alles so macht. Oder man kann es so ja sagen mit in der Routine, dass es dann ein Kommandowort gibt oder eine Bestätigung, dass es da halt passiert ist, dass er sagt, dann kann man auch sagen, was zu sagen soll. Alles erledigt, alles aus, Meister oder Gute Nacht, Odin, ist alles aus oder was weiß ich. Da seid da komplett auf euch gestellt, da könnt ihr alles Mögliche einstellen. Und ich hatte dann aber gemerkt, dass es da ein bisschen Probleme gibt mit der Skybox, weil die Skybox ja auch mit dem Fernseher kombiniert ist. Wenn ich dann hier alles sage aus und dann alles andere an, dann geht die Skybox immer an. Teilweise. Weil der Fernseher mit ausgegangen ist oder was weiß ich. Und die Skybox war aus, Fernseher geht aus und dann kriegt die ein Signal, oh, hier passiert was und dann geht die auf immer an. Und das muss ja auch nicht sein. Da gab es dann halt ein bisschen Probleme und deswegen habe ich das dann halt rausgemacht und habe dann halt nur, macht das halt separat,
sagt dann halt meine Update auch nochmal verlängert auf den Flur, 10 Minuten soll der an sein, und macht dann, sagt ihm dann, ich gehe. Und dann gibt's halt, macht sie, fängt sie dann an, Flur an, Schlafzimmer, die Nachttischlampe an, dann macht sie den Fernseher an. Und ich habe euch extra nochmal hergeholt, weil ich euch das ja auch erzählen wollte. Dies ist die aktuelle Nachttischlampe von mir, die ist auch von Gosund. Ja, weil viele danach gefragt haben, wo die Videos kamen. Also ich kann euch jetzt sagen, ich habe die jetzt die letzten Tage im Einsatz gehabt. Boah, ist die fucking geil. Kein überflüssiges Leuchten, weil ich habe ja ich habe ja eine andere, ich möchte die Marke jetzt nicht nennen, weil die Marke an sich ganz gut ist, aber da ist eine rote LED vorne drin und dann leuchtet der ganze Kubus sonst immer rot, bei der nicht. Die ist so fucking geil. An und aus. Und dann kann man hier halt stellen. Einfach richtig, richtig geil. Und ja, dann sage ich, und das ist halt mit drin. Ich kann die natürlich auch separat an- und ausschalten, aber warum sollte ich denn die Geräte einzeln sagen, Flur an, Schlafzimmer an, das an. Mit dem Fire TV Cube ist das sowieso doof, weil der macht nicht mehrere Kommandos hintereinander. Bei einem Echo kannst du sagen, hier, mach mal an, dann bleibt der kurzzeitig noch an, kannst du sagen, Fernseher an, wartest wieder ab, Flur aus und so, das ist alles okay. Geht beim Fire TV nicht. Also der nennt sich beim Echo, falls er nicht habt, aufmerksamer Modus. Da können wir doch einfach eine Routine machen, dass wir einfach sagen, ich gehe und dann passiert das, was gehen soll. Das Flur angeht, Schlafzimmer angeht, dann geht der Flur aus, weil wir ja dann schon im Bett liegen, mit einer Verzögerung von so und so vielen Minuten. Wir können auch sagen, halt, wenn der Flur angehen soll, wenn der tagsüber an ist, zum Beispiel mit der Leuchtkraft von 80%, und wenn wir dann unsere Routine erstellen, weil abends nach dem Stream ist es dunkel, da wollen wir halt nicht, dass der Flur hier mit 80 oder 100% losballert und uns die Augen und die Netzhaut wegballert und wegbrennt. Da wollen wir dann halt natürlich haben, der Flur soll ja nur leicht beleuchtet sein, dass wir nicht auf die Fresse fliegen, sagen wir 5%. Ne? Sagen wir 5% Licht grün. Nicht gelb oder was weiß ich, könnt ihr euch aussuchen. Wenn ihr bei mir zum Beispiel, wenn ihr ein LED-Band habt oder wenn ihr dann so Lampen drin habt im Dings, dann kann man alles kombinieren. Da gibt es halt viele Möglichkeiten. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Das ist richtig geil. So. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ihr konnt euch mit dem Video ein bisschen helfen und ein bisschen was zeigen. Wenn ihr Fragen habt zu den Steckdosen, einfach in die Kommentare posten und dran denken, jeden Freitag mache ich einen Hangout auf YouTube, immer 2015. Da könnt ihr auch gerne dazukommen, da könnt ihr live auch Fragen stellen. Ich werde die euch live beantworten. Wenn man vielleicht was vorführen kann, werde ich das auch live vorführen, zeigen, dass es geht oder wie ihr das umgehen könnt oder was weiß ich. Wenn ich euch da helfen kann, Marianne. Ich bin jetzt weg. Euch allen noch einen wunderschönen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.